Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie zum letzten Mal in dieser Saison hier in diesem Raum willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel-Huskies gegen den TV Landshut. Ergebnis 2:3 nach Verlängerung, das Ganze vor 4.362 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches, Toni Grinner und Rico Rossi, und übergebe so dann gleich das Mikrofon. Toni mit der Bitte um sein Statement zum heutigen Spiel. Ja, da muss man erst einmal durchschnaufen nach so einer Serie, nach so einem Spiel. Ich glaube, das war die größte Werbung für die DL2, was ich in dieser Saison erkennen konnte. Denn das war Eishockey vom Allerfeinsten. Und zu diesem Eishockey vom Allerfeinsten gehören zwei Teams. Einer alleine kann das nicht machen. Und da muss ich den größten Respekt, den ich zollen kann, dem Kassel Huskies zollen, dem Trainer gespannt, an Rob und an Rico, die ihre Mannschaft top eingestellt haben. Und das sieht man an den Ergebnissen, sie waren auf Messerschneide. Wenn man den Serienausgang von 4-1 sieht, ist das deutlich, aber bei weitem nicht den Spielen entsprechend. Das muss man neidlos sagen können. Die Kasseler, die haben ein Top-Eishockey geliefert und auch eine Top-Saison gespielt. Zu dem heutigen Spiel, ja, wenn man 2-1 zurück ist, kurz vor Schluss, und so wie wir die letzten 10 Minuten in der regulären Zeit, in die 60 Minuten, die letzten 10 Minuten den Ausgleich unbedingt wollten, war er, glaube ich, auch verdient. Und dann ist es ja so, dass der nächste Schuss entscheidet. Chancen hüben wir drüben. Ich glaube, meiner Meinung nach die besten Spieler am Eis waren beide Torhüter. Ja. Die haben einen unglaublichen Job gemacht, ob das der Kassler Torhüter war, ob das unserer war. In entscheidenden Momenten haben sie Chancen zunichte gemacht. Und dann, wie es halt ist, kommt der Schuss aus eigentlich nichts und entscheidet die Serie, das Spiel. Und ich bin sehr, sehr erleichtert. Ich bin sehr erleichtert, denn wie ich es gerade gesagt habe, das Resultat ist deutlich, aber bei weitem entspricht es nicht dem Serienverlauf. Danke. Gratulation für Top-Saison, für Top-Playoff an Kassel, an Rico. Ist zwar im Moment für ihn wahrscheinlich ein schwacher Trost, ich würde auch nichts drauf geben, aber es ist von Herzen und ehrlich gemeint. Und ihr wart stark, ihr wart sau stark. Danke. Ja, vielen Dank, Toni. Ich denke mal, jeder hier drin hat gehört, dass das wirklich von Herzen kam. Rico, richtig, richtig geile Saison mit einem traurigen Ende. Vielleicht erstmal deine Worte zum heutigen Spiel. Ja, erster Glückwunsch an Toni, Landshut-Organisation. 4-1, der bisher ja verdient gewonnen. Muss man auch sagen. Das ist eine Mannschaft, das hat riesig, riesig Respekt von unserer Seite. Wir haben gewusst von Anfang an, dass das wohl nicht ein Gegner, das wir konnte uns wünschen. Weil der Torhüter ist genauso stark wie unser Torhüter. Die Verteidigung, Man for Man, hatten die, das war die einzige Verteidigung der Liga, das konnte gegen unsere großen Stürmers mit diesem Cycling und diesem Zug zum Tor und das zielgestriebene Eishockey gut kontrollieren. Die haben einen super Job gemacht. Und wenn die Failure der war, wie passiert in jedem Spiel, zu jeder Mannschaft, hätten die auch einen Bärenstark Torhüter. Das war ein verdienter Serie-Sieg. Und auch heute, man versucht im Spiel mit 2-1 über die Bühne zu bringen und rettet dir mit verschiedenen Situationen. Zu viel Überschallchancen am Ende des Tages verloren, 7 Chancen, kein Tors. Und 2-1 schießt du das und vielleicht andere Team spielen. Aber es ist nicht, weil unser Überzahl so schlecht war, das war auch, weil die Gegner sehr gut angestellt waren in unserer Zahl. Man muss auch viel Respekt geben zu Toni und zu der Mannschaft. Die werden bestimmt sehr, sehr schwer für Bietigheim in den nächsten Monaten. Das kann ich dir versprechen. Ja, natürlich zu der Season, das ist schwer, jetzt alle die positive Dinge zu finden. Aber da werden viel positive Dinge. Das müssen wir auch verstehen. Ja, das war eine Mannschaft, das hatten wir in sehr kurzer Zeit
zusammengestellt. Wir hatten, wie Joe gesagt, die Lok in die Donut mit angefangen in der Saison. Und das Mannschaft hat mir niemals enttäuscht, inklusive heute in diesem Serie. Aber niemals enttäuscht. Wir haben immer alles gegeben. Wir haben immer mit voll Respekt auf die Trainers, auf die Fans, auf die eigene selbst und auf der Mannschaftsgruppe. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft immer zusammenhalten, aber diese Mannschaft war wirklich charakterlich unglaublich stark. Das ist eine Saison, die ich würde nicht leicht vergessen. Leider ist es schwer im Moment, das viel zu bewerten, weil die Niederlage schmerzt auf jeden Fall. Aber wir sollten den großen Blick halten und wissen, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison haben und dass die Zukunft in Kassel ist sicher und die Zukunft in Kassel geht hoch. Ich danke dir. Ja, vielen Dank, Rico. Ich denke, da erübrigen sich auch erstmal alle Fragen. Ist ja deine Pressevertreter hätten heute beim letzten Spiel eine? Nein, gut. Nein, ich schließe mich neidlos an. Es war eine richtig geile Saison. Ich ziehe den Hut für euch allen. Keine Frage. Ich habe zwar keinen auf, aber wenn ich einen hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Fassen noch kurz zusammen die beiden Ergebnisse vom heutigen Abend. EC Bad Nauheim gegen den ESV Kaufbeuren entstand 1:0. Und Eispiraten Krimmitschau gegen die Heilbronner Falken 3:2. Das Spiel, also die Serie ist auch durch. Bad Nauheim und Kaufbeuren geht es weiter. Da steht es dann 3:2 für Bad Nauheim. Ja, unseren Gästen wünsche ich erst nochmal, sorry, dass es ein bisschen später war heute, aber ich wollte erstmal mit der Mannschaft sprechen. Ich meinte eigentlich jetzt die 15 Minuten, die eigentlich vorgeschrieben sind. Ich wünsche euch guten Nachhauseweg, viel Erfolg für den Rest der Saison. Ihnen allen wünsche ich trotz allem, denken Sie dran, einen schönen Abend. Wir haben eine geile Saison gespielt, auch wenn es heute ein bisschen weh tut. Müssen wir durch, hilft alles nichts. Wir sehen uns in der neuen Saison. Ich wünsche Ihnen allen, wie gesagt, schönen Abend.